Hallo, wir sind Ulla und Günther Pille. Wir werden auch die Verrückten aus Lohne genannt, die verrückten Bettler. Aber wir betteln nicht für uns, sondern für Familien, denen es schlechter geht als uns und vielen anderen und die auch kranke Kinder haben, für die wir in 2010 den Verein Gebrochene Kinderherzen gegründet haben. Und das ist alles so ein bisschen aus einer Bierlaune entstanden. Und jetzt kannst du mal was erzählen. Ja, und diese Geschichte wollen wir jetzt genau erzählen. So, also wir sind damals aus der Bierlaune heraus, ist so eine Idee gekommen, so eine Schnapsidee mehr oder weniger bei uns auf dem Hof, so einen Grillabend zu machen mit 30, 40 LKWs. Bis denn unsere Nachbarin, die hat das dann wohl zu spitz gekriegt und die hat dann angerufen, die sollten das gerne ein bisschen öffentlich machen mit Kaffee und Kuchen. Und dann haben wir beide uns angeguckt, haben wir nur gelacht. Mit Kaffee und Kuchen passt eigentlich nicht zum LKW-Fahrer, zum Trucker eigentlich nicht. So, dann haben wir uns aber doch breitschlagen lassen und dann haben wir dann gesagt, aber mit Kaffee und Kuchen, wo sollen wir denn den ganzen Kuchen herkriegen? Und dann hat die Nachbarin gesagt, den Kuchen, den backen wir euch schon. So, und dann sind die mit 100 Torten angekommen. So, und dann das Bier dazu dann, und der Kaffee dazu. Und dann haben wir alles, was da war, war ja praktisch reines Verdienste. So ist das erste Festival gestartet. Und das erste Festival ist dann mit einer Spendensumme von 11.275 Euro ist da zu Ende gegangen. Und das haben wir dann gespendet durch Anwesenheit von dem Bürgermeister Niesel. Da sind die Spenden übergeben worden. So, und dann fanden alle Leute, die fanden das alle gut. Und dann haben sie gefragt, ob wir nicht eine zweite Auflage machen würden. So, und dann haben wir uns entschlossen, okay, wir machen die zweite. So, dieses Mal hatten wir mit dem Sammeln wieder, weil wir die Bettler genannt werden, haben wir jede Firma angehauen und haben gefragt, ob die uns unterstützen würden. So, und dann haben sie gesagt, ja, wir machen das. Der eine gibt 50 Liter, der eine 100 Liter Bier, der eine 200 Liter Bier. So, und dann hatten wir am Ende etwas über 4000 Liter Bier gesammelt. So, und dann war das Fest. Ende beim zweiten Fest haben wir dann 25.000 Euro gespendet. So, danach war für uns erstmal Feiern, wollten wir das Spendenkonto löschen. So, dann haben wir kriegten wir 730 Euro vom Bierverlag zurück. Und, genau, hatten wir noch Guthaben. Dann haben wir gesagt, ja, was machen wir? Wir können das ja jetzt nicht einfach liegen lassen und warten aufs nächste Mal. Und dann sind wir auf den Gedanken gekommen, einen Verein zu gründen und haben dann halt eben das Geld da eingezahlt. Ja, war Startkapital auf Deutsch. Genau. So, und so ist dann hier der Verein Gebrochene Kinderherzen entstanden. Weil das Jahr zu Ende war, dann haben wir uns kurzerhand entschlossen, eine Tracker Weihnacht zu machen für die Kinder. So, und da ein bisschen spannend zu machen, wenn die Kinder kommen und die sehen den Nikolaus, dass er mit Fahrrad oder mit dem Auto kommt, das geht gar nicht. Nee. Dann haben wir gesagt, wir rufen hier beim in Damm an, da haben wir einen Bekannten. Und haben gedacht, Mensch, wir brauchen unbedingt einen Hubschrauber, wir müssen den Nikolaus einfliegen. So, und dann sagt er nur, wer ist denn da? Und dann habe ich gesagt, hier, der Bekloppte aus Lohne. In dem Moment wusste er schon Bescheid, hat gedacht, Mensch, Pille, du kriegst einen schneeweißen Hubschrauber. So, und dann war das soweit, dann haben wir den Nikolaus mit dem Hubschrauber direkt bei uns hier im Garten einfliegen lassen. Und vorher haben wir Tüten gepackt für die Kinder, 300 Tüten, das ist alles gesponsert worden. Ja. Die ganzen Sachen und dann haben wir eine Gruppe eingeladen, die Kinder dann so ein bisschen animieren sollten, mitzumachen, Musik machen, singen und tanzen und so weiter. Und dann kam der Hubschrauber und dann, bums, 250 Kinder. So, da waren alle und dann hat er die Tüten verteilt. So, dann waren die Eltern waren vielleicht ab und zu, ist auch nicht böse gemeint, waren schlimmer wie die Kinder, bis der Nikolaus gesagt hat, ihr wartet, sonst gibt's gar nichts mehr. So, dann im Endeffekt ist rausgekommen, dass wir 250 Tüten haben wir weggegeben. Die 50, die übrig waren, haben wir dann den Nikolaus mitgegeben, weil der sonst privat auch noch in Osnabrück so ein Kinderheim besucht. Ja, ja. So, dann haben wir eben die restlichen 50 Tüten dann mitgegeben und dann war für uns die Sache erledigt. Bloß. Und in dieser Zeit von nachmittags bis zum Ende, so um 1, 2 Uhr nachts, haben wir geschafft, 17.250 Euro zu spenden. Haben wir gesammelt und auch gleichzeitig gespendet. Hatten wir vier Kinder, krebskranke Kinder eingeladen und deren Familien haben wir das Geld zugutekommen lassen. So, nach der Trucker-Weihnacht haben wir uns dann entschieden, das dritte Festival zu machen. Das war natürlich auch ein Volltreffer und beim dritten haben wir 22.000
500 Euro gespendet. Hier ist dann das Grundstück, das geht bis hier, bis zu den Tannen dahin. Das ist hier, wo das da eingefriedet ist. Und wenn hier ein Festival starten, dann fangen wir hier ganz unten in der Spitze an mit den Sattelzügen, damit wir die Reihe nach schön hinstellen. So, und wenn das gut gepackt ist oder gut gestellt sind, sagen wir mal, dann kommen wir ungefähr bis hier, bis zu dem Dach hin. Dann haben wir hier so 120 Sattelzüge. Also nur die Sattelzüge, ohne Auflieger. Das wäre ein Unding. So, die können wir tatsächlich hier packen. So, und dann muss man sich vorstellen, dass wir von der Halle aus, direkt an der Halle, pflanschen wir immer das große Festzelt dahinter. So, letztes Mal hatten wir 1.000er, so dass man 2.000 Leute haben wir dann locker Platz. So, das kommt dann so bis hier hin. So, und dann vorne weiter auf der linken Seite, alles, was wir dann an mehr LKWs kriegen würden, die packen wir dann alles hier auf dem Acker. Der Bauer, der Schulze Leuding hier von Bakum, der hat auch ein großes Herz für so eine Veranstaltung. Der stellt uns immer einen Acker zur Verfügung. Entweder nehmen wir den linken oder wir nehmen den rechten Acker. Also einmal einen Platz kriegen wir ewig. So, wie gesagt, und da können wir dann, so wie letztes Mal, haben wir dann 417 LKWs konnten wir hier hinstellen. Das war schon ganz ein Batzen. Ne? Und dann geht das auf die andere Seite bis zur Einfahrt hin. Da stehen dann die Verkaufswagen, Fischbude, Brötchenbude, Bierstand. So, und dann hier ein kleines Karussell für die Kinder. Die können dann hier von morgens bis abends ein Karussell drehen. Aber alles kostenlos. Das müssen die Schausteller schon kostenlos machen. Sonst ist jetzt hier unsere Kinder auch ja keine Hilfe. Und hier steht er zufällig. Jetzt haben wir noch, wir haben nicht nur den Jürgen Drevstrack. Wir haben auch hier von Michael Holm haben wir auch einen Konterfei dran gemacht. Dieser, der ist eigentlich ganz selten, der auf der Strecke unten nach Bayern ist der immer. Das ist ganz selten, das ist reiner Zufall, dass er mal gerade hier ist. So, und dann ist noch einer von dem anderen, dann ist hier noch den, die Frau fährt, hier den Waterworld, wie gesagt. Und dann auch nicht zu vergessen, dann haben wir noch einen, Gunter Gabel hatten wir, war das erste, den haben wir auch einen gewidmet. Der heißt dann Erdsengel, aber der ist, zur Zeit ist ja auch gar nicht da. Die sind, eigentlich sind die immer auf der Straße, immer Richtung Bayern. Bogen hoch und runter. Also die kommen ganz selten, dass die mal auf dem Hof sind. Die Mendocino, das ist heute nur ein Glücksfall. Eigentlich ist er nie da. Auf Deutsch gesagt, der Fahrer nimmt den auch mit. Und da wäre ein Unding, dass sie immer hier rüberfahren. Ja, siehst du, und dann geht das hier dann weiter in der Halle. Die wird dann immer vollgepackt, rechts und links, auch mit Bierstand. Dann haben wir da eine kleine Bühne aufgebaut. Aber wenn es großer, so wie wenn so große Stars kommen, so wie Tom Astor. Und wir hoffen natürlich, dass wir nächstes Mal den Jürgen Drews überreden können, hier hinzukommen. Das wäre natürlich der Knaller ohne Ende. Der kommt, der kriegt natürlich eine riesengroße Bühne. Das ist nur, wenn wir so eine kleine, zum Beispiel die Tracker Weihnacht, dann reicht das hier. Dann haben wir hier so 600, 700 Leute Platz und der Rest ist draußen. Wenn dann 2000 sind, dann muss man immer rechnen, die Hälfte, die rennen immer rum, gucken sich die Autos an. So ein Fest ist auch ja immer so ein Kommen und Gehen. Es ist nicht so, dass die immer auf eine Stelle bleiben. Die gehen immer hoch und runter, gucken sich da was an und da wieder was Neues und dann gehen die immer komplett durch. Dann können die das ganze Gelände hoch und runter gehen. Ne? Siehst du, und dann haben wir hier weiter. Wie gesagt, haben wir hier, weil wir auch Line-Dancer-Clubs haben, die uns immer ganz gerne unterstützen. Meine Frau macht die übrigens auch hier Line-Dance mit. Und dann haben wir hier einfach selber so eine Tanzfläche gebaut. Weil Line-Dancer, das muss klappern mit den Schuhen. Weil sonst auf Stein wird das ein Unding. Deswegen haben wir hier einfach die Steine rausgenommen, haben uns hier selber eine gemacht. Schön mit Bohlen unterlegt, dass man da mit 40 Tonnen auch drüber fahren kann, ohne dass man hier was kaputt fährt. Und dann, wenn das richtig, dann haben wir hier eine eigene Musikanlage haben wir hier oben. Richtig mit Licht, schönes buntes Licht. Die schmeißen dann hier alles. Man kann hier die Namen, zum Beispiel, wenn jetzt Jürgen Drews kommt, dann können wir hier ganz groß Jürgen Drews da an der Wand schmettern. Deswegen ist der weiße Vorhang da. Also jeden Gast, den wir begrüßen, der kommt dann immer da und den schmeißen wir dann namentlich an der Wand. Herzlich willkommen und dann der Name da. Und dann geht das seinen Gang und dann geht das hier durch bis andere Seite hin. Ja, und dann hier die Halle, die haben wir dann auch bunt gemalt. Wie gesagt, ich habe ja zu Anfang gesagt, das ist die Farbe und Chrom, das ist meine Welt. Und so bin ich auch auf der Halle gekommen. Und dann habe ich mir die auch schön hergerichtet und dann, wenn die mal tiptop schön sauber ist, dann kann man ohne großartig hier was umzubauen, so kann man einmal durchwegen sauber machen und man kann hier sofort Gäste reinlassen, ohne dass man sich hier schämen muss. Ist alles tiptop hin sauber, sieht gut aus, finde ich jedenfalls. Und das ist dann praktisch, hier wird immer gefeiert und immer nur für unsere krebskranke Kinder. Das ist nur unser Ziel, was anderes nicht. Und das wollen wir jetzt hier nächstes Jahr, das vierte Trucker-Festival wollen wir machen und da wollen wir natürlich richtig was
Not machen, auch mit den Spenden. Und deswegen sage ich, man kann gar nicht oft genug sagen, bitte spendet für unsere Kinder. Es kann jeden von euch kann es treffen. Und wir helfen da, wo es geht. Und das ist doch eine super Sache, wenn man ein krankes Kind einmal zum Lachen bringen kann. Dann hat sich die Sache auch schon mal gelohnt. Und dann noch hinterher nochmal riesengroßen Wunsch erfüllen. Also besser geht es eigentlich gar nicht. Und wie gesagt, spendet, spendet und jeder Cent kommt an. Es wird kein Geld damit verdient. Wenn Geld damit verdienen werden würde, würden wir es nicht mehr machen. Und dann haben wir gesagt, dass wir 2014, wie gesagt, die 100.000 Euro Marke knacken wollen. Bloß wir schaffen das nicht ganz alleine. Deshalb machen wir diesen Film für euch. Denn ein gesunder Mensch hat 1000 Wünsche. Ein krankes Kind oder ein kranker Mensch hat nur einen Wunsch. Er will gesund sein. Und dieses wollen wir denen so ein bisschen helfen oder, wie sagt man so, verwirklichen, denen noch einen Traum zu erfüllen. Ja, und ihr glaubt gar nicht, wie er mit seiner Bettelkiste durch die Gegend schiebt. Aber alles auf freiwilliger Basis. Wir fordern kein Geld. Wir wollen nur von Fremden oder von den Personen, die uns dann unterstützen. Und wir brauchen wirklich jeden Euro. Der ist nicht für uns gedacht. Der ist wirklich nur für die kranken Kinder. Und es ist auch verdammt schwer, so an Geld ranzukommen. Deswegen lassen wir uns schon was Verrücktes einfallen. Ne? Und, ja, und in der Spendensäule sind ja so circa 4.500 Euro drin. Ja. Und fürs nächste Mal haben wir vor, derjenige, wir wissen dann genau, wie viel drin ist, weil wir das dann zählen lassen. Der am dichtesten dabei ist, der kriegt dann den Hauptpreis. Indem wir ein nagelneues Mofa oder was, aber wir denken ja, dass wir dann 100.000 Euro da in der Spendensäule drin haben. Ob wir schaffen, wissen wir nicht. Ja. Können auch ruhig mehr sein. Wir nehmen alles dankend an. Alles, alles. Nicht nur ein Euro, wir nehmen auch 5er, 10er, 20er, ja. 100er auf jeden Fall, auch 500er. Ja. Wir nehmen alles, was wir kriegen können. Und ich hoffe, dass da viele dabei sind, die das sehen und sagen, ja, das machen wir. Ja. Und langsam wird Zeit, dass mal wieder was reinkommt, ne? Ja. Und auf die Plätze. Ja, diese Säule nehme ich damit von Festival zu Festival oder Veranstaltung, wo wir gefragt werden, ob wir da denn LKWs hinstellen. Bejahen wir natürlich immer mit der Antwort, ihr müsst freiwillig verspenden für unseren Verein. Und dafür ist diese Tonne geeignet. Dann wurden wir auch schon mal gefragt, wenn wir da auf dem Festival stehen, und die wollen an der Bierbude, ob man sich da was rausholen darf, um das Bier zu bezahlen. Nein, 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 das geht natürlich nicht. Diese Säule ist nur da zum Reinschmeißen für unsere krebskranken Kinder und deren Familien, die wirklich ganz arm sind. Und denen soll das zugutekommen. Oder wir wollen denen noch einen letzten Wunsch erfüllen oder wo sie vom Träumen irgendwie noch einen Traum in Erfüllung machen oder so. Und dafür ist diese Säule geeignet. Und deswegen ruft mir immer auf, bitte unterstützen Sie uns. Es kann jeden von euch treffen. Und dann sind wir zur Stelle. Der Bettler von Lohne. So Leute, wir haben jetzt genug erzählt, glaube ich. Ihr wisst, worum es geht. Und dass wir eure Hilfe brauchen. Wir haben genug gebettelt. So, und jetzt seid ihr dran. Wir brauchen jeden Cent. Der ist nicht für uns. Der ist für die kranken Kinder, um denen einen Wunsch zu erfüllen. So, um dieses alles zu verwirklichen, wir geben auch. Um dieses alles zu verwirklichen, muss man auch da hart für arbeiten. So, und was wir machen und wie wir arbeiten, das zeigen wir euch jetzt.